Böllmanns Kaffeeklatsch, heute in ganz geheimer Mission, was ganz Besonderes. Keine Straßenbahn, aber Apple. Und da ist er schon, der Boss, Tino. Hallo, herzlichen Gruß. Herzlich willkommen. Das ist Wahnsinn. Endlich hast du es mal geschafft, nach 10 Jahren, wo wir uns kennen, dass du mal unsere Kälterei besuchst. Ja, weißt du warum? Ich wäre schon viel eher gekommen, aber Saft, na ja, gut, Radeberger schon eher. Aber du wirst mir zeigen, dass du heute auch ganz besondere Dinge hast, die mir schmecken werden. Nehme ich mal an. Ich freue mich, dass du Äpfel mitgebracht hast. Die brauchen wir dieses Jahr bitter nötig. Und jetzt zeige ich dir mal, wie man aus diesem Eimer schönen Apfelsaft macht. Du, ich habe es jetzt noch am Kreuz. Die habe ich persönlich auf der Streuobstwiese aufgehoben heute unterwegs. Und das ist gleich eine Empfehlung an alle Zuschauer. Bringt Apple hier in diesen wunderschönen Saftladen. Sagt man eigentlich nicht. Ist das ein Schimpfwort, Saftladen? Das ist kein Schimpfwort. Ich bin es gewöhnt, Saftladen genannt zu werden. Und Siebenlehn ist ja auch zentral gelegen. Und da ist man ja ruckzuck hier. Okay, jetzt bin ich ganz schön neugierig. Das würde ich dir gerne schenken so. Und ich möchte eine Flasche Apfelwein so zum Abschluss unserer großen Show heute bei dir. Damit das nicht zu schnell geht alles. Das ist Tino Walcher. Er ist hier, sagen wir, der Kopf der ganzen Sache. Aber es ist ein großes Team, ein Familienteam, was hier mitarbeitet. Und da sehe ich schon eine wunderbare Dame an dieser Apfelrutsche, so sehe ich das. Kannst du mir die mal vorstellen? Genau. So Tino, jetzt zeig mir doch mal, was jetzt mit meinen Äpfeln passiert. Hier ist unsere Mitarbeiterin, die Simone Göhler, macht überall unsere Annahme. Sie erhält jetzt die Äpfel. Hallo Simone, möchte dich begrüßen, ganz herzlich begrüßen, bin ganz gespannt. Die Äpfel werden jetzt gewogen, dann gibt es einen Lieferschein. So, und dann kommen sie hier rein, gibt es einen Lieferschein und dann kommen sie hier rein. Genau. Simone, ja, jetzt, was geht das jetzt los oder was passiert jetzt? Erzähl du mal, was jetzt noch passiert. Die Äpfel werden jetzt über das Band in Bunker geschüttet und dort aus werden sie gewaschen und dann gepresst. Und wie viel Äpfel braucht man, sagen wir mal, so für 10 Flaschen? Für 10 Flaschen, also man sagt, auf 100 Kilo Äpfel bekommt man 86 Flaschen. 100 Kilo, 86. Das bedeutet ca. 70% Ausbeute. Also 100 Kilo Äpfel, 70 Liter Saft. Ist das in jeder Saftbude so oder nur bei dir? Deine Technik? Durch meine Technik an für sich, also man spricht zwischen 60% und 70% Ausbeute, ist eine gute Technik. Okay, gratuliere. Große. Du, es wäre gut, wenn das an der Börse so wäre. So, das hier sieht ja aus wie so ein Kinderspielplatz, wo die in solchen bunten Bällen rumhauen. Wahnsinn. Hier sieht man eben wirklich mal, das ist alles die beste Ware, Streuobstanbau, alles von verschiedenen Kunden. Die Äpfel werden hier gewaschen und werden rausgespült mit Wasser. Und wenn die so von der Streuobstwiese kommen, wie ich sie gerade gesammelt habe, ist das ja Bio. Da ist das an für sich besser sogar wie Bio. Und das werde ich dir jetzt gleich mal zeigen an meiner Maschine. Okay, danke. Tino, hier ist ja schwer was los. Ist ja unwahrscheinlich für die Ohren. Komm mal, erkläre mal, ist das eine Himmelsleiter oder was ist das jetzt? Ja, das ist unser Elevator. Hier kommen die Äpfel an. Werden gewaschen und gehen hier hoch in unsere Maschine, in die sogenannte Rätsmühle, wo der Apfel zerkleinert wird zu einer Maische. Oh, du, bei mir im 1900, das belieferst du ja auch, das Dresden 1900, da ist das die Prominentenleiter. Genau. Und du bist da jetzt ein Prominenter mit Maische, oder? Genau, hier seht ihr den zerkleinerten Apfel und das nennt man Maische. Oh, läuft in den Ärmel rein. Das ist wirklich Saft. Hier fließt der goldene Apfelsaft. Ja, und weiter geht's zu unserer Presse. Zur Presse. Hier fließt jetzt unser schöner Apfelsaft ab. Ja, kältertrüb.
Das sind ca. 3000 Liter in der Stunde. 3000 Liter in der Stunde. Hammer. Und das ist wieder eine Himmelsleiter hier? Das ist unsere Presse. Können wir ja auch mal angucken, wenn du das möchtest. Ja. Also, das habe ich mir ja nie erträumen lassen. Ich komme vor wie im Osterzgebirge auf einer Klettertour. Der zerkleinerte Apfel von vor uns, der kommt jetzt hier auf das Band und geht hier rein und wird jetzt hier ausgepresst bei 100 Kilo 70 Liter Saft. Wahnsinn, Wahnsinn. Wie alt ist so eine Maschine? Die Maschine haben wir 1990 gekauft, ist eine kontinuierlich arbeitende Maschine und am Ende kommt dann der sogenannte Dresser, was ich dir jetzt hier zeige. Okay. Lieber Dino, das kannst du doch als Schnitzel verkaufen, hä? Genau, das ist der Abfall, das ist der sogenannte Dresser und den könntest du als Schnitzel verkaufen oder als Apfelkuchen verkaufen. Als Apfelkuchen. Ein bisschen Teig dazu und schon geht's los. Das Beste vom Apfel bekommen jetzt die Schweine. Nämlich der Abfall. Aha. Und an die Schweine. Und an die Schweine. Deswegen gibt sie mir was jetzt. wäre natürlich für Menschen natürlich auch zu essen. Ja klar, ist mehr Geld, kann man machen. Ja, toll. Ja. So, jetzt gehen wir weiter. Es gibt noch ganz viel zu sehen. Okay, machen wir die Runde. Ja, das war ja schon mal spannend. Und du sagst die Technik 1990, aber da gibt es doch sicher noch eine Geschichte davor. Genau. Das erste, wo die Bandwäsche war und der Elevator, der die Äpfel nach oben befördert, das hat mein Vati 1972 gebaut und momentan tun wir jedes Jahr zwischen 800.000 bis 1 Million Kilo Äpfel aus der Region verarbeiten. Das bedeutet, dieses Band hat schon mindestens 50 Millionen Kilo Äpfel gesehen. Wahnsinn. Jetzt hast du zur Geschichte der Familie was gesagt, was der Vater gemacht hat. Und der Gründer, die Firma heißt ja Kurt Heide. Genau. Das war dein Großvater. Mein Großvater ist der Kurt Heide. Da gibt es die Geschichte. Wir sind ja, der Richard Heide hat das, die Verarbeitung in Großschirma, 8 Kilometer weiter, hier entwickelt. Mein Opa, der Kurt, war der Sohn und ist mit seiner Hilde, mit seiner Frau nach Siebenlehn gegangen, mit dem Handwagen und hat die alte Stadtbrauerei zu Siebenlehn gekauft, wo wir jetzt uns befinden. Also für mich sehr sympathisch, weil mein Vater hieß Kurt und jetzt haben wir noch einen Kurt in der Familie. Und mein Sohn, der sollte mal immer Tino heißen, aber ich habe nur Büchsen gekriegt. Das ist natürlich schade, aber dafür bin ich jetzt da. Ja, Tino, und ich komme immer gerne zu dir. Und wenn ich so eine Fete mache mit dir im Eishockeystadion oder sonst wo, bist du eher immer präsent. Und nicht nur präsent, du bist auch sehr großzügig. Genau, wir sind der älteste Eislöwensponsor. Meine Kinder, der Max, der hat an für sich dort laufen gelernt 1994. Wahnsinn, Wahnsinn, sportbegeistert, Menschen unterstützen und das alles mit Äppeln. Genau, und jetzt gehen wir zu unserem Kellermeister, wo im Grunde genommen der schöne Apfelsaft ausgebaut wird. Und den werden wir mal richtig veräppeln. Hier kommt jetzt der frisch gepresste Apfelsaft in diese Behälter. Okay. Und ich werde dir jetzt mal zeigen, wie man das spindelt, wie viel Zucker und Säuregehalt der frische Apfelsaft von heute hat. Okay, ich bin neugierig. Ich nehme jetzt den frischen gepressten Apfelsaft hier in diese Mensur und spindel mal den Saft, wie viel Öxel, das ist der Zuckergehalt, die Dichte des Apfelsaftes. Und siehe, da hat heute 45 Öxel, also sehr gute Qualität schon. Super, ganz super. Und kontrolliert das jemand? Gibt es da auch Vorgaben, dass man, du sagst, so und so viel muss er haben? Ja, da gibt es Vorgaben. Ein frisch gepresster Apfelsaft muss mindestens 43 Öxel haben. Und jetzt zum Beginn der Ernte ist er natürlich verhältnismäßig säuerlich mit wenig Zucker. Im Oktober ist dann die beste Qualität, dann hat der Apfelsaft um die 48 Öxle, hat so 6-7 Gramm Säure. Und natürlich im November ist dann der ganz reife Apfelsaft, der schmeckt dann so wie, ist dann ganz mild, mit ganz wenig Säure und sehr viel, also viel Süße.
Also wenn man Saft einlagert zu Hause, wann sollte man den kaufen? Den Saft, den ihr dann kauft bei uns, bei Heide, wie gesagt, wir haben, das sehen wir dann, wir haben ein Volumen von 1 Million Liter Tanklager und der Kellermeister schreibt jeden Saft auf und das ist wie in der Weinherstellung. Wir haben nur die Möglichkeit, den Saft zu mischen, also süßen mit sauren Apfelsaft zu mischen und dann haben wir natürlich immer eine Top-Qualität. Okay, das ist Heide und deswegen geht Heide niemals pleite, oder? Das hoffe ich und das wünsche ich mir und das ist auch so. Nach so vielen Generationen, ja, das wäre furchtbar für dich als, sagen wir mal, in der jetzigen Generation. Genau, in der vierten Generation und wie gesagt, Karl-Heinz, koste mal den Saft. Oh, darf ich? In der Küche hier gleich aus der Mensur. Darf ich? Also, super. Sehr zum Wohl, liebe Zuschauer, ich habe das Vorrecht heute, ganz frischen Öchselsaft mit 48 Wons, ne? Prost. Jetzt sagt meine Braut, jetzt ist er versaut, weil sie hat mich noch nie Saft aus der Röhre trinken sehen, sondern Bier vor der Röhre. Und wie hat er dir geschmeckt? Fantastisch. Fantastisch, ne? Fantastisch. Und hier vor allen Dingen, wenn man hier reinriecht. Ja, hier das ist der Bohrapfel. Das ist der Bohrapfel. Aroma, alles, das ist natürlich. Also, so habe ich noch nie getrunken. Das heißt, Apfelsaft mit Bouquet. Nur ein schönes Bouquet, sagt man. Prima. Und jetzt komme ich mir langsam vor wie im Labor. Was ist denn das nun wieder? Genau, hier siehst du mal die zwei Apfelsäfte. Das eine ist der naturbelassene Apfelsaft, so wie er frisch von der Presse gekommen ist. Und so sieht der Apfelsaft dann aus, blitzeblank, nachdem er die zwei Filter durchlaufen hat. Darf ich da auch nochmal kosten? Darfst du jetzt auch nochmal kosten. Mal sehen, ob der noch riecht. Okay, ist immer noch da. Nicht mehr ganz so intensiv, ne? Genau, weil ich sage immer, in einem naturbelassenen Apfelsaft, da ist natürlich der volle Geschmack des Apfels drin. Und wenn man natürlich was rausfiltert, verliert er natürlich ein klein bisschen an Aroma. Also was würdest du deinen Kunden empfehlen, wenn er sich entscheiden soll? Also wenn er einen vollen gelben Apfelsaft haben will, also einen vollen Geschmack, natürlich einen naturbelassenen. Und ich sage immer so, wir haben zu DDR-Zeiten waren 95% nur blanker Apfelsaft gefordert. Jetzt in den letzten Jahren ist das stetig mehr geworden, dass man jetzt schon fast, sage ich mal, 60% noch blanker Apfelsaft und 40% schon drüber Apfelsaft verkauft wird. Erleichtert das deine Arbeit? Das erleichtert natürlich für unseren Kellermeister auch die Arbeit und ich sage mal, aber wie gesagt, der Kunde ist König und der bekommt, was er möchte. Okay, wir haben ja dann später, das machen wir dann später noch, weil der Kunde König ist, für dich dann noch ein paar Werbeslogan entworfen. Oh. Mal sehen, ob dir da was gefällt. Ach so, da war ich ja gar nicht so falsch mit dem Labor. Das ist wohl das Labor? Genau, hier ist jetzt unser Labor und hier werden natürlich die ganze Wareneingangskontrolle gemacht. Jeder Saft wird dokumentiert. Es gibt hier nach Wareneingangskontrolle, es wird hier die Säure bestimmt. Es werden hier die Alkoholkontrolle gemacht für die Weine und sage ich mal, die ganze Kontrolle übers Produkt. Also eine ganz wichtige Abteilung. Genau. Und diese Abteilung, wir haben keinen eigenen Laborleiter, sondern das macht alles mein Onkel, der Horst Heide, der Seniorchef und natürlich der Jürgen Greif, der hier seit 20 Jahren jetzt bei der Firma Heide, sage ich mal, tätig ist und verantwortlich ist für unsere Produkte. Familie, ich höre es immer wieder raus, gibt es ja nicht auch mal Zoff oder ein bisschen Familienstreit, wie ist denn das so? Gehört auch dazu, aber wie gesagt, nach jedem Zoff ist die Versöhnung ja schön. Beim Saft oder beim Wein? Bei allen beiden Produkten. Ich habe eine Abteilung gesehen schon, da gibt es ja sogar Bier. Aber da reden wir dann. Ja, nicht hier. Wir reden über Bier, nicht hier, ja, aber mit dir. Genau, mit mir. So, und jetzt gehen wir weiter und sehen, was noch alles so passiert. Oh, ich bin stolz auf dich. Komm, weiter geht's hier. Ja, jetzt haben wir ja über Saft gesprochen, wir haben auch über Wein gesprochen und bei viel Wein wird mir auch blau und Dresden hat ja nur, ist berühmt durch das blaue Wunder und du hast hier grüne Wunder. Was ist das? Ja, die grünen Wunder, wie gesagt, Heidesaft ist ja unsere Marke, ist ja unser grünes Logo. Wir haben alle unsere
Tanks grün gestrichen und in diesen Tanks zum Beispiel ist unsere Zuckerlösung drin. Wenn ich das hier so sehe, das ist ja eine Konstruktion, alles mit Edelmetall und sowas. Wie alt ist so eine Anlage? Diese Anlage haben wir 2004 neu gebaut und neu gekauft. Und zwar ist das die sogenannte, ist das der Plattenwärmeaustauscher, die KZE-Anlage. KZE bedeutet nichts weiter, die frischen Säfte, der Apfelsaft, der jetzt kommt, der muss haltbar gemacht werden. Und haltbar gemacht wird er mit, der wird abgekocht auf 82 Grad, 40 Sekunden lang und wird sofort wieder abgekühlt auf 20. Und dadurch ist der Saft haltbar. Hat das mit Pasteurisieren zu tun? Genau, der alte Ausdruck, oder? Genau, der alte Pasteur. Plattenwärmer aus. Hier sieht man das. Da steht es ja sogar, ja. Pasteuration. Siehst du, ganz so blöd bin ich gar nicht. Genau. Alle unsere Säfte werden nur durch die Pasteurisation haltbar gemacht. Keine Chemie, keine Verzögerer, keine Konservierungsstoffe. Hier ist nur Natur pur, egal wo du bist. Also, opfer alle deine Kräfte, kaufe Heidesäfte. Sehr schön. Kleiner Zweizeiler zwischendurch, kostet nichts extra. Gut, wenn du sagst, riesengroßes Grundstück, hast du sicher noch ein paar Reserven, die du mir zeigst, oder? Genau, jetzt gehen wir mal einfach durch das neu gebaute Tanklager, was wir erst voriges Jahr eingeweiht haben. Ja, da, lass dich überraschen. Da habt ihr recht festgefeiert, da ordentlich? Genau, und du warst nicht dabei. Da muss ich mich jetzt noch entschuldigen. Oh, ich bin sowas von sauer. Ja, gut. Und das hier sieht ja alles brandneu aus. Genau, das ist unser neu errichtetes Tanklager. Das haben wir erst voriges Jahr eingeweiht. Und wie du hier siehst, hier liegen alleine 350.000 Liter Saft drin. Ein Behälter, wie viele Liter hat ein Behälter? Ein Behälter hat 38.000 Liter. 38.000 Liter. Du kannst du mir mal einen aufspalten, da könnte ich ja die Hälfte so als Swimmingpool nehmen. Ja, genau. Ist doch geeignet. Wenn das, du mal einen weg hast, dann stellst du zu mir in den Garten. Genau, das wäre schon geeignet. Ja, und aber den jetzt mit Wein filmen wir den. Den filmen wir mit Wein, mit 38.000 Liter Wein. Und ich lade dich ein. Da kann man ganze Völkerstämme damit einladen. Ja, da wird Friedewald niemals kalt. Genau. Ja, das ist doch wunderschön. Und jetzt zeige ich dir mal das Gegenteil. Das ist unser ganz neues Lager. Und jetzt gehen wir in unser historisches von 1878. 1878. Und jetzt wirst du staunen. Da bist du ja, sag mal, noch besser wie ich, denn die Straßenbahn, die wir in Dresden 1900 stehen haben, die ist von 1898. Ja, die ist ja sowas von jung. Und das Ding ist 80 Jahre alt. Sowas von jung. Also jetzt gehen wir zu 1878. Ja, merken Sie schon was, ihr liebes Publikum? Kaffeeklatsch mit Saft heute. Ich bin ja gespannt, ob ich schon einen Kaffee kriege, so mit einem kleinen französischen Cognac vielleicht. Ja, werden wir sehen. Werden wir sehen. Hey, Kahn, was? Saftkahn, hat denn das was mit diesem Welttorhüter zu tun? Denn ich habe ja etliche Sportler bei dir hier gesehen in diesem Haus. Genau, nee, das hat nichts mit den Welttorhüter zu tun, sondern wir haben mal bei einer Bebota in Freiberg teilgenommen, wo solche Betonboote durchs Wasser schwimmen und da haben wir uns einen Saftkahn gemacht. Aha, und Kahn war nicht der Hauptsponsor? Nee, Kahn war nicht der Hauptsponsor, das war im Grunde genommen der Name unseres Bootes. Kennst du den persönlichen Kahn? Den kenne ich leider nicht. Kennst persönlich. Obwohl wir von 2003 bis 2008 Glühweinlieferant waren vom FC Bayern. Mensch, wie bist du da reingekommen? Du musst ja schon Beziehungen haben, ja? Das ist unser Geheimnis und das erzähle ich dir vielleicht an anderer Seite. Okay, alles darf man nicht ausplaudern. Na, da bin ich ja gespannt. Du bist Handballer und hast so kleine, zarte Hände. Wie kommt denn das? Genau, ich habe selber Handball gespielt und habe natürlich auch eine gute Verbindung zu einem Sportler. Ich habe in Weißenborn gespielt. Unser Nationalspieler war der Mike Besticek, 78-facher Nationalspieler. Und den habe ich auf meinem Holundersaft drauf. Das ist mein Holunderstar. Das ist ja was ganz Tolles. Das so, zeigst du uns dann. Ich habe vorhin schon ein paar so wunderschöne Etiketten gesehen. Gucken wir uns mal an. Super Idee. Bist du drauf gekommen? Genau, das war unsere Idee, immer einen Sportstar mit einem Mischgetränk mit heimischem Apfelsaft. Ganz wunderbar. Diese Treppe erinnert mich an meine U-Bahn in der Linie 6 damals. Hatte ich ja den Keller ausgebaut zur U-Bahn. Und was ist denn nun jetzt in deinem Untergrund? Genau, jetzt gehen wir in unseren historischen Gewölbekeller von 1878. Komm, folge mir. Na, das ist ein Ding. Steile Treppe. Ja, wirklich, denke ich, wirklich an meine U-Bahn zurück.
Das war ein Glück. Das ist nun der Untergrund von Siebenlehen. Wirklich wahr. Am liebsten würde ich eine U-Bahn hier reinbauen. Aber hier steht dann nun was ganz anderes. Genau, das ist der alte Keller, der sogenannte Eiskeller von der alten Stadtbrauerei zu Siebenlehen. Ja, Wahnsinn. Die Höhe zum Beispiel. Ja, ungewöhnlich für Gewölbekeller. Genau, hier stehen alleine in drei Gängen 50 Tanks. Die werden alle noch genutzt. Und zwar mit so einem neuen System mit den Back-in-Box-Beuteln, wo wir dann zum Schluss 3x5 Liter Saftboxen verlosen. Das ist toll. 3x5 Liter, 6 wäre mir lieber, aber so. Das sieht aus wie ein Autoteil dort oben. Genau, wir sind jetzt in dem Keller, wo sich hier drei Generationen widerspiegeln. Das erste ist unser erster LKW, den mein Opa dort oben ausgebuddelt, eingemäuert hat. LKW in die Decke eingebaut? Genau, es gab ja zu DDR-Zeiten kein Stahl. Das war unser erster H6 und der lag hinten auf dem Boden und den haben sie auseinandergeschnitten und haben sie als Hilfsträger gemacht, damit die Decke nicht zusammenfiel. Den Film müssen wir unbedingt im Westen zeigen. Der Erfindertum des Ossis, wollen wir so sagen. LKW in die Decke eingebaut. Genau, dann kamen natürlich die klassischen Doppel-D-Träger, weil uns sonst die Bergsicherung bzw. der liebe Staat unseren Keller gesperrt hätte. Und hier vorne sehen wir dann natürlich die Hohlblockdecke. Kennt auch jeder Ossi. Ja, na klar, na klar. Dort wurden natürlich alle Häuser gebaut. Ja. Wie gesagt, drei Sachen. Einmal LKW-Decke, einmal Doppel-T und einmal eine Hohlblock-Diele. Und jetzt ist es oben drüber, wie auf Venedig, im Grunde genommen stehen hier unsere Decke. Eine 25 cm Stahlbetondecke, wo im Grunde genommen alles, sage ich mal, oben abgefangen wird. Und diese Decke muss ich nur noch als Zeitzeuge selber halten. Wenn es mal ganz schlimm kommt, draußen Orkan oder, ich will jetzt nicht von Krieg reden, nee. Aber hier unten bist du doch sicher, oder? Hier unten bist du sicher und vor allen Dingen hier ist immer frostfrei. So, dann würdest du mal für Notfälle, in der Schweiz mussten ja direkt so Luftschutzkeller und sowas gebaut werden, für Notfälle fülle bitte ein mit Radeberger und wenn es kriminell wird, bin ich sofort bei dir und wir trinken gemeinsam. Auch in der Not ein Bier. Genau, und alle meine Freunde lade ich hier dazu ein. Ja, das ist schön. Ja, da darf der Kamera auch mitkommen hier. Ist das dein Sohn? Ja, komm, was hast du denn? Kannst du ruhig mal stören, komm. Was hast du denn? Ja. Papa, ich brauche mal ganz dringend noch drei Unterschriften. Es tut mir leid, dass ich gerade störe. Kannst du hier mal... Na, schön, dass ich dich kennenlerne. Das wird mal der Nachfolger hier? Das ist meine Rettung, das ist mein Sohn Max Walter. Das wird mal hoffentlich die fünfte Generation. Ja, du mach jetzt keinen Platz, Max. Würdest du das machen, wirklich? Willst du hier anfangen? Das weiß ich noch nie, ob ich das anfangen will. Die Kunden unterstützen auch dann mein Sohn Max. Ja, ja. Oder nimm lieber sein Geld und reis nach Florida. Ach nee, dort ist ja auch alles kaputt im Moment. Das geht nicht. Gut, Autogrammstunde, der Vater und der Sohn. Darf er auch bei dir wohnen? Okay, schweigen im Wald. Vorhin waren wir beim großen Techniker, der für die Wintersaison schon die Glühweingeräte repariert. Überall hantiert hier jemand, ein hervorragendes, funktionierendes Team. Und ich meine, so wie der Herre, so das Geschirre. Ja, hast du das Hauptsagen oder hat hier jeder was zu sagen? Nee, hier hat also in jedem sein, also das Hauptsagen, das habe ich schon. Aber ich habe so viele super Mitarbeiter, ob das meine Frau ist, natürlich ohne meinen Onkel, den Senior, den Horst Heide und meiner Mutti, die Rosemarie Walscher, die gestern Geburtstag hatte. Mit 71 Jahren ist sie jeden Tag hier im Betrieb. Das ist ihr Leben und sie freut sich, dass sie das an die Kinder weiter vererbt hat. Okay, du kriegst ja dann aber ran, dass du uns die dann noch mal kurz vorstellst. Da gehen wir jetzt also mal in deine Boutique, in deine Saftboutique. Die gucken wir uns an. Los geht's. Einmalig auf der ganzen Welt dieses Straßenpanorama. Der Kirchturm und lauter Flaschen. Weißt du, es laufen ja viele Flaschen rum, aber du hast sie gestapelt hier. Genau. Die Produktion von Heide ist mitten im Ort. Das Leergutlager ist die Straße, die offizielle. Und jetzt gehen wir mal in unsere Abfüllerei. Okay. Hier wird es ja richtig heiß, hier bollt und so, hier geht die Post ab. Genau, hier sind wir in unserer Abfüllerei. So eine große Palette dauert 8 Minuten. In der Stunde füllen wir 4000 Flaschen.
Und jetzt momentan heißen Apfelsaft. Heißen Apfelsaft. Fall, komm mal bitte vor. Fall, komm doch mal zu uns. Das ist unser Produktionsleiter, mein Schwager. Das ist dein Schwager. Hallo, so. Ich bin der Karl-Heinz. Ich bin Falk Eberhardt, Produktionsleiter in der Obstkälterei Heide. Und das ist hier die wichtigste Abteilung, oder? Kann man so sagen, auf jeden Fall wird hier produziert. Ja, und wie viele Mitarbeiter hast du hier? In dem Raum sind wir 3 Mitarbeiter, einschließlich meiner, und im Nachbarraum noch jemand, der palettiert wieder. Und im Hintergrund sehe ich, werden die Flaschen gewaschen? Ja, natürlich müssen wir das Leergut aus den Kästen ausräumen. Dann müssen die Flaschen gewaschen werden und anschließend werden sie wieder mit pasteurisiertem Saft befüllt. Und der heiße Saft, der kühlt dann von alleine ab oder habt ihr da Kühlräume? Nein, leider haben wir keine Kühlräume, aber macht der Qualität keinen großen Abbruch. Super, das ist super. Macht Spaß, wie viele Jahre machst du das hier schon? 17 Jahre. 17 Jahre. Zum 20-jährigen Jubiläum kommen wir dich besuchen mit dieser Kamera. Also weiterhin viel Spaß bei der Arbeit. Danke. Bis jetzt habe ich ja hier nur Flaschen gesehen und jetzt sehe ich mal was Gescheites. Du, gehört die auch zur Familie? Nein, leider, die gehört nicht zur Familie, aber hier kann denn Ernte Sünde sein. Das Beste, was ein Apfel werden kann, hier. Also, du, das ist wirklich was für Feierabend. Und Heinz, und du hast vor uns deine 6 Kilo Äpfel gebracht. Ja. Und jetzt kriegst du 6 Flaschen frischen Apfelsaft. Guck mal, pass an, wie heißt der? Ui, oh, das ist ja Krok. Mit 84 Grad pasteurisiert, ganz frische Ware. Lass dir's schmecken und dein Team. Oh. Bitte schön. Ist das nicht herrlich? Du, mit einem Eimer kommt er rein und mit einer Kiste geht er raus. Heißen Apfelsaft. Da wird die Dorit eifersüchtig sein, wenn ich jetzt heiße Prüme hinbringe. Ja. Und ich hoffe, dass wir ganz viele Gäste, die vielleicht den Film auch sehen, hier in Siebenlehn begrüßen können und alle den gleichen Gang mit dir machen. Okay, du machst also Führung, das hast du ja schon im Plan. Wann ist das? Genau, am 7.10. ist Tag der offenen Tür. Das ist ein Samstag. Bringt eure Äpfel und besucht einfach unsere schöne Kälterei und lernt unsere Mitarbeiter kennen. Und ja, wir sind für alles da. Weil du gerade sagst, Mitarbeiter kennen. Wer ist denn das hier? Ja, schau mal in die Kamera, stell dich mal selber vor. Ich bin Stefan Wachs und arbeite seit 1,5 Jahren ungefähr hier. Und hattest du vorher schon solche Muskeln? Nee, die habe ich hier gekriegt. Du, das kann man eine schöne Übung machen hier. So, guck mal, hier, das 10-mal jeden Tag. Also hier in diesem Gewölbe, das ist ja praktisch ein Lager, ein Zwischenlager. Und hier sind ja wie viele verschiedene Sorten? Ja, hier siehst du jetzt ungefähr 80 verschiedene Sorten Saft und Wein. Ist alles wie so Getränkemarkt eingeräumt. Und diese Paletten hier, eine Palette dauert 10 Minuten Produktionszeit. Die werden jetzt komplett in unser Fertigwarenlager an der Autobahn ausgeliefert. Okay, und die einzelnen Sorten gucken wir uns jetzt mal in deiner Boutique an. Das hatten wir ja vorhin schon mal vor. Genau, dort gehen wir und da will ich vielleicht auch noch ein paar Mitarbeiter kennenlernen. So, ja? Also gehen wir mal und trinken was Schönes dort. Unser Finale mit deiner wunderbaren Führung findet hier statt, wo eigentlich die gesamte Familie stehen sollte. Zu diesem Betrieb gehört nicht nur Tino Walscher, sondern auch die Katrin Eberhardt. Und das ist die Schwester, denke ich immer an Ringelnatz. Ringelnatz hat mal gesagt, in der Kneipe zum Silvester sitzt der Bruder mit der Schwester, doch der Bruder war kein Bruder und die Schwester war ein Luder. Stimmt das? Stimmt. Sieht auch nicht so aus. Dazu gehört hier noch der Senior. Der Senior ist der Herr Horst Heide. Die Frau Rosemarie Walscher ist die Mama, die Mutti, hatte gestern ihren 71. Geburtstag und Tino sagt, von früh bis spät steht sie hier in diesem Betrieb, der von der Familientradition gehalten wird und sich immer noch entfaltet. Immer wieder neue Ideen mit schönen jungen Frauen und hübschen jungen Männern. Dazu gehört noch der Herr Falk Eberhardt, das ist der Schwager, der ist für den Glühwein verantwortlich, macht er ganz, ganz toll. Und der Sohn, der Nachfolger, den haben wir heute schon im Bild gehabt, da kommt er gerade rein. Max, komm ruhig nochmal her hier zu uns. Max Walscher, das ist der Sohn, er hat sich nochmal geschminkt. Komm, wichtig ist doch der Nachwuchs. Viele Betriebe im Mittelstand gehen heute einfach kaputt, weil kein Nachwuchs zu finden ist. Und der
Keltermeister, der Herr Jürgen Greif gehört auch zum Betrieb und die Frau Daniela Stensch, die ist im Verkauf. Und die waren heute nicht da. Max, du sollst ein bisschen mit ranrücken hier, zusammenzutun. Nun haben wir die Betriebszusammenfassung. Und wir vier kommen zur Verlosung. Das hier ist die Fortuna. Also wir bieten Folgendes an. Sie rufen bitte an bei der eingeblendeten Rufnummer bei MyTV Plus. Und wir haben Werbezeiler entwickelt, speziell der Roland Hergelt. Ein Mitarbeiter der Firma hat folgende Werbeslogan hier aufgeschrieben. Der erste ist: Bist du müd und schwach? Trink Heidesaft, der gibt dir Kraft. Heidesaft aus Siebenlehn bringt den müden Mann zum Stehen. Heidesaft aus Obst in Sachsen lässt Kinder gedeihen und auch wachsen. Ob aus Früchten groß und klein, Heidesaft schmeckt super fein. Und jetzt aus eigener Erfahrung, ja, seit 25 Jahren hatte ich die Gicht, habe mich einfach rumgequält, immer rumgequält. Und seit 5 Jahren trinke ich Brennnesselsaft und ich bin geheilt. Mir geht's wieder richtig gut, die Zehen tun nicht mehr weh. Und da gibt es auch einen Slogan: Was, du hast die Gicht? Warum trinkst du Heide Brennnesselsaft heute nicht? Also, es wird Licht am Tunnel. Was sind die nächsten Pläne? Ganz kurz, ganz kurz. Die nächsten Pläne: Bringen Sie Ihr Obst, dass wir das ganze Jahr schön Apfelsaft machen können. Und dann ist hier noch was ganz, ganz notwendig. Es wird ein Keltermeister gesucht, oder? Genau, wir brauchen ganz dringend einen neuen Keltermeister. Also nicht einen neuen, sondern zur Unterstützung von unserem Jürgen, dass endlich mein Onkel, der Senior, der Horst Heide, nach 47 Jahren Kellermeistertätigkeit irgendwann am Ende des Tunnels vielleicht mit 75 aufhören darf. Also kommen Sie nach Siebenlehn. Am 7. Oktober ist hier ein großes, offenes Betriebsfest. Sie können ja kommen, Säfte probieren, Säfte trinken. Und dann, wenn Sie dann den richtigen Spruch ausgewählt haben, den schönsten Spruch, wo Sie angerufen haben, dann können Sie sich Ihren Preis hier selber abholen. Und die Preise sind: Ihr bekommt 3x5 Liter solche Saftboxen, egal welche Sorte, könnt ihr hier persönlich aus unserer Vielfalt aussuchen. Ganz wunderbar. Hast du noch einen Tipp? Welcher Spruch hat dir am besten gefallen? Der mit den Kindern. Der mit den Kindern. Wer hat welcher dir? Sehe ich genauso. Du siehst das genauso. Natürlich, die Kinder, das ist unsere Zukunft. Wir verabschieden uns heute hier aus Siebenlehn. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwo mal wiedersehen. Vielleicht in Dresden 1900, da guckst du verwundert, zum Kaffeeklatsch. Jetzt gehen wir über in das Büro und trinken eine schöne Tasse Kaffee zusammen. Und vorher stoßen wir hier nochmal an. Ja, ich habe, was habe ich? Einen schönen Erdbeerwein. Halt nur. Einen schönen Erdbeerwein, selbst gekeltert. Ich habe einen schönen Apfelsaft mit Jens Weißflug drauf, das Beste aus dem Apfelsaft naturbelassen. Gualitschi. Gualitschi. Der riecht schon so richtig schön, ja? Der passt zu dir. Also, das war's. Gualitschi, das ist lange jetzt fast wie eine Weltreise. Lieber Jens, dich haben wir heute schon gegrüßt. Und ich werde noch zu allen MyTV-Zuschauern eins sagen. Ja, geht mal her nach Siebenlehn. Gesund werdet ihr nur mit Heidesäften. Dann geht es los. Bis dann, euer Bellmann und der Tino aus Siebenlehn. Danke fürs Zuhören. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Auf euch, liebes Publikum.